Engelbert Krutmann machte keinen Spaß, als er immer wieder auf den Vogel zielte und diesen mit dem 146. Schuss von der Stange holte. Er nahm seine Frau Birgit zur Königin. Vor 35 Jahren hatte sein Vater Rudolf mit seiner Gattin Adelheid das Zepter. So war es klar, dass er den festen Willen hatte, den Vogel abzuschießen, auch wenn er nach seinem goldenen Schuss zunächst ziemlich überrascht war. Insgesamt 11 Paare bildeten den Hofstaat des neuen Königs von Volkringhausen. Das sei die Clique, mit denen er immer zusammen ist, meinte der König. Trotz des eher durchwachsenen Wetters säumten einige Zuschauer die Straßen beim Festzug durch das Dorf. Leider schüttete es wie aus Eimern während des Zuges. Ironie des Schicksals, Vater Rudolf ging als Sonnenkönig in die Annalen der Bruderschaft ein. Diesmal war es anders. Da kam das Wasser nicht nur von unten aus dem Brunnen, sondern auch von oben.